Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit diesem Blog. Den habe ich vor meinem Urlaub in Action gefunden. Und daraus habe ich 12 Karten vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Für die erste Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Und dann habe ich mir aus dieser einen Seite diese Ecke ausgeschnitten in 14 x 14 cm. Und die Feder vom V und die beiden Streifen Happy Birthday to you und Have a good time und die kommen hier noch mit drauf. Und fertig ist Karte Nummer 1. Für die zweite Karte habe ich mir ein Kartenrolling gemacht aus diesem Papier. Und zwar hat er die Maße 12 x 17 cm. Also ich habe 12 x 24 cm genommen, in der Mitte gefaltet. Hier habe ich mir weißen Kartstock reingeklebt, dass man was reinschreiben kann. Und dann habe ich hier einfach dieses Rechteck und das lasse ich für sich wirken. Vielleicht noch ein paar Glitzersteinchen, aber mehr kommt dann da auch nicht drauf. Fertig ist die zweite Karte. Da habe ich wirklich nur hier ganz kleine Glitzersteinchen so als Akzentin gemacht und den Rest lasse ich einfach so. Gefällt mir so, schreibt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare. Für die dritte Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich in 14 x 14 cm dieses Hintergrundpapier. Hier muss ich jetzt einmal gucken. Das sind 12 x 12 cm. Das ist hier die Rückseite. Und das hier habe ich mir auch zugeschnitten. Das hat jetzt 10 x 10. Das war so ein Rechteck auch wie eben der Karte davor. Und das bringe ich hier übereinander auf. Fertig ist Karte Nummer 3. Ich habe jetzt hier noch so ein Metallteilchen drauf gemacht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es finde. Naja, das ist jetzt Karte Nummer 3. Für die vierte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10 x 5 x 15 cm. Dann habe ich dieses Papier in 14 x 14. Dann habe ich aus so einem, hier, ich glaube aus, das ist hier die Rückseite hiervon, das was ich oben abgeschnitten hatte, da habe ich mir aus der Rückseite einen Streifen ausgeschnitten. Der hat jetzt 8 x 3 cm, habe ich mir was drauf gestempelt. Hier schneide ich mir noch einen Wimpel rein. Und dann muss jetzt wieder die Blockvorderseite dran glauben. Da schneide ich mir auf jeden Fall die beiden Vögel aus, die beiden Schmetterlinge. Ich glaube, das war's. Ich glaube, die Blätter nicht. Ja.
Fertig ist Karte Nummer 4. Für die fünfte Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann in 10 x 14,5 cm dieses Papier. Dann habe ich hier diese drei Streifen und mir aus diesem Papier auch nochmal Streifen ausgeschnitten. Da schneide ich mir dann gleich noch Wimpel rein. Da kommen die hier drauf. Und zwar sind das 8 x 2 cm dreimal. Fertig ist die fünfte Karte. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich in 14 x 14 cm. Ne, 14,5 dieses Papier. Dann habe ich mir hier dieses Rechteck etwas kleiner geschnitten. Auf 9 x 13,5. Das kommt hier drauf. Und den Schmetterling habe ich aus dem Blatt, wo ich auch das Quadrat für die erste Karte ausgeschnitten habe. Der kommt dann hier noch irgendwo, ich weiß noch nicht, mit drauf. So. Und fertig ist Karte Nummer 6. Hier habe ich mal dunkelblaue Glitzersteine drauf geklebt. Das fand ich ganz passend irgendwie zu diesen Frauenfedern. Für Karte Nummer 7 habe ich ein Kartenrolling in Craftfarbig in 10,5 x 15 cm. In 10 x 14,5 cm dieses Papier. Dann habe ich mir hier aus einem Rechteck unten nur diesen Wimpel und so ein Stück von dem Rest rausgeschnitten. Hier mache ich gleich auch nochmal einen Wimpel rein. Focus on the good fand ich aber irgendwie nicht so. Deswegen habe ich Thursday Hooray und den klebe ich mir hier noch mit drauf. Und dann kommt das hier auf die Karte. Das ist Karte Nummer 7, da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich würde sie so lassen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Ich lasse jetzt erstmal so, weil irgendwie... Ich weiß nicht. Für die achte Karte habe ich wieder ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich in 14,5 x 14,5 cm dieses Papier. In 14,5 x 10 cm das mit dem Muster in Dunkel. Dann gibt es dasselbe Papier mit dem Muster in Hell. Das sind 6 x 14,5. Und dann habe ich auch wieder so einen Streifen hier aus so einem Rechteck ausgeschnitten, habe mir was drauf gestempelt. Das sind 6 x 3 cm und das kommt hier mittig mit drauf.
Und fertig ist auch Karte Nummer 8. Für die 9. Karte habe ich wieder ein Gartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich in 14,5 x 14,5 cm dieses Papier. Einmal nochmal hier dieses dunkelblaue und zwar in 13 x 9 cm. Und dann hatte ich hier auch wieder so ein Rechteck. Das habe ich mir hier gekürzt in der Höhe. Das sind jetzt nur noch 7 cm. Das kommt hier drauf. Und hier schneide ich mir dann wieder so einen Zacken rein. So, das ist Karte Nummer 9. Ich habe hier in meinem Fundus noch diese goldenen Blättchen gefunden und die habe ich hier einfach drunter geklebt. Und das gefällt mir ganz gut und das ist Karte Nummer 9. Für Karte Nummer 10 habe ich den Kartenrolling in 13 x 13 cm, dann in 12 x 12 cm dieses Papier. Dann habe ich mich nochmal an dem einen Rechteck bedient und mir hier einen Kreis ausgestanzt. Und dann habe ich mir aus dem Blatt, was ich auch für die erste Karte benutzt habe, wo ich auch schon mal den Schmetterling ausgeschnitten habe, noch diese drei Sachen ausgeschnitten, die kommen hier mit drauf. Und fertig ist Karte Nummer 10. Für die 11. Karte habe ich ein Kartenrolling in 13 x 13 cm. Dann dieses schöne Papier in 12 x 12. Und da sind sie wieder, die Kreise. Habe ich mir in dem Papier ausgestanzt, in verschiedenen Größen und habe mir hier was drauf gestempelt. Und die kommen hier drauf. Und fertig ist die 11. Karte. Eine Karte habe ich noch. Und ihr Lieben, falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Damit unterstützt ihr mich sehr und ich freue mich natürlich auch total. Und wenn ihr noch nicht habt und ihr möchtet nichts mehr verpassen, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und guckt auch gerne mal in meinem Etsy-Shop vorbei. Den habe ich euch unten verlinkt. Da gibt es zum Beispiel auch Rechenketten, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant im Moment. Ansonsten stöbert da gerne mal durch. Wie gesagt, der ist unten verlinkt. Und jetzt passt mir noch Karte Nummer 12. Nicht, dass ich jetzt hier Blödsinn erzähle. Da habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann in 10 x 14,5 cm dieses Papier. Nochmal Cardstock in Craft-farbig. Und zwar in nicht ganz 11. Ich glaube, es sollte mal 11 werden. Mal 7 cm. Und
noch eine letzte Blume, die ich ausgeschnitten habe. Die kommt jetzt hier mit drauf. Und hier habe ich was drauf gestempelt. So, das ist die 12. Karte, die lasse ich, glaube ich, so. Für zum Beispiel jemanden, der keine Glitzersteinchen mag. Oder ein Mann. Aber ich finde ja auch, Männer können Glitzersteinchenkarten gut finden. Das, aber gut, ich finde, also die brauche ich noch mehr. Ich lasse die jetzt so. Das ist Karte Nummer 12. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.